Places where life is pretty. Begleite uns dorthin, wo das Leben schön ist, wo Liebe und Menschlichkeit herrschen, wo jeder so sein kann, wie er will. Darum geht es in der neuen Show des Friedrichstadtpalastes Falling in Love. Diamond City, Diamond City. Wir kennen es in unserer heutigen Zeit. Alle Farben schotten sich ab. Ja? Entweder bin ich die Kultur oder ich bin die Kultur oder ich bin die Kultur. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben, wenn es nicht meine Blase ist. Und das ist, so kann es nicht weitergehen. Hier geht es jetzt einfach darum, wieder über den Tellerrand zu gucken, sich nicht abzugrenzen, jeden, der nicht so spricht und denkt und riecht wie ich, sondern nur zu gucken, dass wir miteinander wieder klarkommen. Mit Produktionskosten von 14 Millionen Euro ist Falling in Love die teuerste Show in der Geschichte des Hauses. Ganze 100 Millionen Kristallsteine funkeln auf der Bühne und in den Kostümen. Komm, sag uns, was erzählt wird die Geschichte des jungen, gehörlosen Poeten Yu, der in Diamond City lebt, einem lieblosen, versteinerten Ort. Hier fühlt er sich unwohl und fremd, passt nirgendwo rein. Er fühlt sich in dieser Welt unverstanden. Und er wünscht sich eines Tages einfach nur noch im Boden zu versinken. Der Boden öffnet sich auch unter ihm. Yu fällt in den versunkenen Garten der Liebe. Die Show greift ein Gefühl auf, das derzeit wohl viele haben. Der sicher geglaubte Boden unter unseren Füßen scheint zu schwanken. Die Unsicherheit, die Angst vor Krieg, vor dem Fall wird größer. Yu fällt tatsächlich, aber er landet an einem besseren Ort, dem Garten der Liebe. Für die Gestaltung dieser ganz unterschiedlichen Bühnenwelten hat sich Intendant Bernd Schmidt den berühmten französischen Modedesigner Jean-Paul Gaultier zurück ans Haus geholt. Er entwarf schon 2016 für die Show The Grand die Kostüme. Diesmal war er als Kurator für das gesamte visuelle Design der Show verantwortlich. Es war noch etwas Zusätzliches, was toll war, weil es einfach noch spannender war und mehr künstlerische Freiheit bedeutete. Diesmal waren es nicht nur die Kostüme, sondern ein ganzes Universum, das ich erfinden konnte. Es war sehr spannend, sich diesmal auch zu überlegen, was steckt hinter der Geschichte, welche Botschaft soll vermittelt werden. Gaultier holte sich aufstrebende ModemacherInnen an seine Seite, wie die russische Kostümdesignerin Sascha Frolova und die kanadischen Enfants Terribles der Modewelt Fecal Matter. Für das Design-Duo liegt Schönheit im Anderssein. Ich glaube, Gaultier und wir haben die gleichen Werte, was die Freiheit, sich auszudrücken, angeht. Wir sind da wie verbundene Seelen. Er wollte vermutlich ein bisschen von dieser Energie mit an Bord haben. Für uns war es sehr wichtig, unsere Verletzlichkeit zu zeigen. Wir führen unser Leben so, dass wir immer wir selbst und ehrlich sind und uns nicht verstecken. Im Garten der Liebe muss Yu herausfinden, wer er sein möchte. Doch das fällt ihm schwer. Er will Schönheit und Liebe finden. Aber noch ist er gefangen in seinen Gewohnheiten und seinen Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat. Am Ende wird er beides finden. Wenigstens hier im Palast glaubt man noch an das Schöne in der Welt und das Gute im Menschen. Ja.